Hi Leute und willkommen zum zweiten Teil von Normal bis Qual 6. Im ersten Video haben wir gelernt, wie wir mit einem guten Speed-Build in Normal erstmal Bounties farmen, zwischendurch mal ein paar Rifts machen, aber vor allem erstmal hier diese Fragment eines Portalschlüsselsteins farmen und eben Bounties machen. So, ihr habt wahrscheinlich jetzt dadurch eure Rezepte erstmal bekommen, das heißt, ihr könntet euch jetzt hier Kane's Set craften, ihr könnt euch Ashara's Set craften, ihr könnt euch Aukil's Set craften. Ihr habt wahrscheinlich ein paar Legendaries gefunden und jetzt seid ihr so langsam bereit, um eben Qual 1 zu spielen. Das ist die nächste Stufe, die wir erreichen wollen. Nachdem wir normal abgeschlossen haben, machen wir jetzt Q1. Ich habe hier für euch eine kleine Empfehlung und zwar, falls ihr es noch nicht habt, holt euch auf jeden Fall Kanes Fingerlinge und Schuhe, Asharas Schultern und Hose und Aukhils Brust und Kopf. Dann habt ihr noch den Slot für die Armschienen frei. Da könnt ihr dann irgendwelche Armschienen mit coolen Legendary Stats irgendwie reinbringen. Und den Gürtel habt ihr auch noch frei. Da kann alles Mögliche rein. So, dann braucht ihr natürlich eine relativ gute Zweihandwaffe. Ich empfehle euch hier durchaus eine zu nehmen mit einem Legendary Stat, der eben Damage macht. Für unseren Build, den ich euch jetzt hier zeigen möchte, ist die Geißel extrem gut. Chance von 45% mit dämonischer Wut zu explodieren. Das macht ziemlich viel Waffenschaden. Ich weiß gerade nicht, wie viel. Irgendwas zwischen 1000 und 3000 Waffenschaden. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall extrem viel Damage. Ja, das ist jetzt unser kleiner Build. So ähnlich sollte das bei euch auch aussehen, wenn ihr Q1 machen wollt. Ungefähr 800.000 Schaden, 15 Millionen Zähigkeit, das ist sogar ein bisschen viel, also ich könnte auch ein bisschen hochgehen, aber wir wollen ja extrem schnell immer noch Q1 farmen können. So, die Items haben wir durch, das sollte bei euch ungefähr so aussehen wie bei mir. Dann kommen wir jetzt zu der Skillung. Und zwar ab Q1 wird es eben ein bisschen schwieriger. Wir können nicht mehr unsere super krasse Speedfarm-Skillung nehmen, mit der wir einfach nur so durch die Gegner durchrennen. Das wird zu lange dauern, da muss man andauernd Schleifen drehen, bis die Monster tot sind. Gerade bei Elite-Gegnern, deswegen müssen wir uns jetzt hier was anderes einfallen lassen. Und zwar haben wir folgende Skillung. Das ist eine kleine Abwandlung von der Skillung, die wir nachher auf Q6 auch haben werden. Deswegen ist das auch nicht schlecht, dass wir eben diese Skillung schon mal ein bisschen trainieren können und uns ein bisschen an das Spiel gewöhnen können, wie das Ganze funktioniert. Und ja, deswegen die Skillung. Ihr werdet auch sehen, das werde ich jetzt erklären, die funktioniert wunderbar mit den legendären Steinen, die wir nachher noch sammeln. Funktioniert die halt sehr gut zusammen und warum das so ist, werde ich gleich erklären. Und wie ihr an die Steine kommt, werde ich auch im nächsten Part erklären. Also, falls ihr jetzt schon aufschreit und sagt, ja, ich habe doch noch gar keine legendären Steine, wir bekommen die gleich noch, also keine Panik. So. Also wir haben hier im Grunde wieder nur einen einzigen Damage-Skill und das ist hier Weg der 100 Fäuste. Das ist der Skill, mit dem wir extrem viel Schaden austeilen werden. Und zur Hilfe dabei haben wir noch den Zyklonschlag. Und ja, das ist eben dieser, wo man sich so dreht und dann kommen die ganzen Monster so zu euch rangepult. Das kennt ihr wahrscheinlich, der Pullmonk benutzt das eben. Also Weg der 100 Fäuste mit Fäuste des Zorns. Das ist nochmal ziemlich gut gegen Einzeltargets, also gegen Riftbosse und so weiter, ist das hier der beste Skill. Und Fäuste des Zorns auch deswegen, weil die den höchsten Proc-Koeffizienten haben von allen anderen Runen. Deswegen Fäuste des Zorns. So. Also ganz wichtig, wirklich Fäuste des Zorns nehmen wegen dem Proc-Koeffizienten. Das hört sich vielleicht nicht ganz so stark an, aber es ist die stärkste Rune hierbei. Also wirklich Fäuste des Zorns, ganz wichtig. Ja, Zyklonschlag, wie gesagt, wir nehmen hier Implosion, die erhöhte Reichweite, macht auch Heiligschaden, ein bisschen 261%, ist jetzt nicht die Welt. Aber
Es ist ziemlich gut. 16 Gegner im Umkreis von 24 Metern, beziehungsweise 34 Meter mit Implosion. Dann haben wir Offenbarung. Da könnt ihr eigentlich von der Rune her nehmen, was ihr möchtet. Ich würde empfehlen Wüstenschleier, wenn ihr relativ wenig Toughness habt. Wenn ihr relativ wenig Damage habt, dann nehmt ihr inneres Feuer. Das machen wir jetzt hier mal. Inneres Feuer, zack, annehmen. So, dann haben wir reißender Wind. Ihr könnt hier innerer Sturm nehmen, wenn ihr mit der Geisteskraft nicht so richtig zurechtkommt. Allerdings, weil wir eben eigentlich fast nur Weg der 100 Fäuste benutzen, brauchen wir auch nicht unbedingt innerer Sturm. Man kann hier auch sehr gut Zyklon nehmen, das macht dann nochmal ein bisschen Damage. Das funktioniert auch zusammen mit unserem Zyklonschlag ziemlich gut. Oder ihr könnt auch reißender Wind nehmen, macht dann eben nochmal ein bisschen mehr Damage pro Sekunde. Den Rest würde ich jetzt nicht, finde ich nicht besonders gut. Erhöhte Reichweite oder Einfrieren ist jetzt nicht so dolle, deswegen nehmen wir jetzt mal Zyklon. Das macht meiner Meinung nach am meisten Damage. Reißender Wind mit Zyklon. Dann haben wir rasender Angriff mit feuriger Glanz. Das ist auch ein ziemlich wichtiger Skill. Erstmal durch den rasenden Angriff könnt ihr euch praktisch teleportieren. Und feuriger Glanz, wenn ihr euch teleportiert, bekommt ihr 4 Sekunden lang 15% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Das ist extrem stark in Kombination mit Weg der 100 Fäuste. Deswegen nehmen wir hier rasender Angriff mit feuriger Glanz. So, dann haben wir hier unser Mantra. Ihr könnt hier beispielsweise das Mantra der Heilung nehmen, zusammen mit ein himmlischer Körper oder Zeiten der Not. Wenn ihr hier wirklich Probleme mit der Toughness habt, dann nehmt ihr das. Ihr könnt auch Mantra der Entrückung nehmen, Wendigkeit ist sehr stark oder hier Beharrlichkeit ist auch nicht schlecht. Wenn ihr extrem viel Toughness habt, dann könnt ihr auch hier Mantra der Überzeugung nehmen und beispielsweise, was haben wir denn hier, Imposanz ist nicht schlecht. Oder ihr könnt auch Mantra der Vergeltung nehmen und dann hier Übertretung nehmen, das sind nochmal 10% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal Überzeugung zusammen mit Imposanz. So, also wenn ihr mehr Toughness, also ihr seht jetzt schon, meine Toughness ist jetzt runtergegangen auf 12 Millionen. Wenn ihr mehr Toughness braucht, dann nehmt ihr entweder Mantra der Heilung oder Mantra der Entrückung. Kommen wir zu den passiven Fertigkeiten. Da haben wir einmal Harmonie, den Skill kennt ihr bestimmt. Überall, wo ihr auf den Rüstungsteilen hier zum Beispiel 145%, nicht Prozent, aber 145 Feuerwiderstand habt, das wird um 40% dieses Wertes, also bei 145 sind das ungefähr, sagen wir mal, irgendwas mit 50 oder 60, wird eben da der Wert auf den kompletten, also All Rest sozusagen, übertragen. Und ihr bekommt um einiges mehr Toughness. Deswegen ist das ein sehr guter Skill. Harmonie haben wir drin. Dann haben wir hier die Gelegenheit beim Schopfe packen. Das ist 75%. Also wenn ihr Gegner, die über 75% haben, angreift, dann bekommt ihr für 4 Sekunden lang 30% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Das ist richtig krass, weil wir hier ein Speedbuild haben, der ein bisschen anders funktioniert, ist das eben auch ziemlich gut, weil wir ziehen andauernd frische Gegner sozusagen an uns ran. Wir haben quasi andauernd diese 30% mehr Angriffsgeschwindigkeit. Also auf jeden Fall ein richtig guter Skill für uns. Ihr werdet gleich sehen, warum Angriffsgeschwindigkeit bei diesem Bild so wichtig ist. Und wir bleiben bei der Angriffsgeschwindigkeit. Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Geisteskrafterzeugern um 15%. Das ist der Skill Eifer. Und weil wir eben mit Weg der 100 Fäuste vor allem unterwegs sind, ist das hier ein absolutes Must-Have. Dann haben wir hier Fanal von Ita. Damit können wir, beziehungsweise dadurch bekommen wir 20% mehr Cooldown Reduction und haben hier für unsere Offenbarung dann eben 20% weniger Downtime. Ebenfalls wird rasender Angriff verbessert, weil wir eben diese Aufladung schneller aufladen damit. Also Fanal von Ita ist hier meine Empfehlung. So, ich will euch einmal zeigen, wie wir mit diesem Bild spielen. Und zwar machen wir da mal eine kurze Bounty. Hier tötet, was war das? Grimmschlag. Also ihr lauft quasi durch die Gegend. Jetzt haben wir hier
schon ein paar Mobs. Ihr habt gesehen, ich habe mit meinem Zyklonschlag ziehe ich die ran. Dann kommt sofort die Explosion von meiner Geißel. Und eigentlich sind die ganzen Monster sofort weg. Und wenn sie nicht sofort tot sind, dann haue ich eben hier mit meiner linken Maustaste. Linke Maustaste. Haue ich dann halt nochmal drauf. Und dann kommt die Explosion schon irgendwann. Und wenn nicht, dann hauen wir die Gegner halt so kaputt. So, zack, ranziehen, Explosion. Jetzt war er hier immun, hat er Glück gehabt. Aber ansonsten hauen wir die Monster halt einfach so tot. Ihr seht jetzt, bei mir ist das extrem effektiv, weil ich schon die Edelsteine drin habe. Die habt ihr vielleicht noch nicht, da kommen wir aber gleich zu. Die werdet ihr extrem schnell bekommen. Deswegen macht euch keine Sorgen. Die Edelsteine bekommt ihr richtig zügig. Ja, ich mache nochmal hier meinen reißenden Wind an. Ihr seht jetzt hier, ich habe keine Stacks. Ich ziehe die Leute ran, hau vielleicht ein paar Mal drauf. Und da haben wir die drei Stacks. Und dann seht ihr, wenn ich hier die Monster haue, kommen diese Wirbelstürme. Die machen dann nochmal 100% Waffenschaden pro Sekunde mit diesen Blitzen. So, und da sind sie auch schon tot. Und hier haben wir auch schon den Grimmschlag. Alle einmal ranziehen, Grimmschlag umhauen und zack, da ist er weg. Und so spielt sich das Ganze dann. Wie farmen wir jetzt wirklich die Set-Items, die wir brauchen, um Q6 spielen zu können? Beziehungsweise die beiden Unities, die Torment-Only Legendaries, die wir halt einfach brauchen. Das sind eben die Sets und das sind zwei Unities und einfach generell gutes Equipment. Also wir wollen am Ende in T6, das ist unser Ziel, einen Holy Monk spielen mit dem Sanvoku Set. Ich kann euch da schon mal einen kleinen Vorgeschmack drauf geben. Ich habe es schon zusammen. Noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall ausreichend, um T6 spielen zu können. Deswegen, das zeige ich euch dann im nächsten Video. Aber wie kommen wir jetzt möglichst effektiv an diese Items dran? Ihr seht, ich bin Paragon Level 166 in der Season. Das ist nicht besonders viel und trotzdem kann ich schon T6 spielen. Also ich habe das relativ effizient gemacht. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte eine ziemlich lange Periode, wo ich nichts gefunden habe, was irgendwie nützlich war. Und das sind dann halt echt solche Tage, wo man schon fast keinen Bock mehr hat. Also es geht nicht nur euch so, es geht auch mir so. Und da muss man einfach dranbleiben und dann einfach ein bisschen weiterspielen. Irgendwann findet man die Sachen, die man haben möchte. Und dann geht es auch weiter im Spiel. Also deswegen dranbleiben, Leute. Ja, kommen wir jetzt aber dazu, wie wir richtig effektiv farmen. Und zwar sind da, ist der Schlüssel sozusagen, haha, der Schlüsselstein der Prüfung. Und da zeige ich euch jetzt hier einen kleinen Trick. Ihr macht diese Schlüsselsteine der Prüfung, zack, annehmen, geht hier rein und jetzt portet ihr euch sofort wieder raus. Zack. So, und jetzt habt ihr nichts zu tun. Ihr wartet jetzt, bis die Prüfung zu Ende ist und ihr einen Level 1 Stein bekommt. In der Zeit macht ihr einfach nochmal eine Bounty. Zack. Wir rennen jetzt hier einfach durch. Wir wollen einen Schlechter holen. Wir halten uns gar nicht lange auf mit irgendwelchen Elite-Gegnern oder so, die wir treffen auf dem Weg, sondern es geht wirklich nur darum, hier so schnell wie möglich die Bounty zu machen. Da haben wir unseren Level 1 Portalstein. Sehr schön. Wunderbar. Wir machen hier jetzt quasi zwei Sachen gleichzeitig. Zack, wir schmeißen alles an. Hauen den Schlechter aus den Schuhen. Zack, da ist er down. Wir haben eine Bounty bekommen. Wunderbar. Sogar noch ein Erfolg. Yay. Teleportieren uns zurück. So, dann lösen wir hier die Quest auch noch ein. Jetzt haben wir hier einen Level 1 Stein. So, großer Portal, Schlüsselstein, Stufe 1. Und jetzt macht ihr Folgendes. Ihr geht in die Rift und macht diese Level 1 Greater Rift so schnell wie es geht. Also, wir fangen an. Und mit unserem coolen Speedfarm-Bild, zack, hauen wir natürlich hier alles mit einem Schlag weg. Schupp, rangepult, alles tot, zack. Mit den Vazecha-Armschienen sind wir ziemlich schnell unterwegs.
und machen die Rift so schnell es geht fertig, bis der Rift Guardian spawnt. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, wir haben jetzt hier die Rift gespielt, bis der Portalwächter da ist. Wir gucken, bevor wir uns raus teleportieren auf die Zeit, verbleibende Zeit 9 Minuten, sagen wir mal. Dann gucken wir hier oben auf die Zeit, 10.39 Uhr. Das heißt, wir müssen ungefähr um 48 wieder da sein. Also ganz wichtig. Ihr habt euch mit dem T rausgeportet. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und ihr habt jetzt hier ein Portal zurück zur Ebene. Und was ihr jetzt macht, wir sind immer noch in Q1 und ihr habt jetzt 8 Minuten Zeit, um Bounties zu machen. Machen wir doch mal hier, säubert die Hülle des Mondclans. So, die Greater Rift ist immer noch da. Der Portalwächter chillt ein bisschen in der Rift und wir machen in der Zeit hier eine schöne Bounty. Ah, da haben wir sogar noch einen Schatzgoblin. Yay! So, das war die Bounty. Wir gucken auf die Zeit. Ich habe gerade mal 3 Minuten gebraucht. Das heißt, ich kann noch eine machen. Und jetzt ganz wichtig. Ihr drückt auf M und bewegt euch sofort. Also, machen wir mal hier der Bruder des Apothekers. Ich weiß, das ist eine Bounty, die dauert ziemlich lange. Wir probieren es trotzdem, ob wir die vielleicht noch schaffen. Ansonsten haben wir hier immer die Uhr im Blick. So, ich habe noch 3 Minuten. Das ist nicht zu schaffen, aber wir wissen jetzt schon mal, wo sie ist. Also, jetzt wieder ganz wichtig, wenn ihr dann eure Bounty fertig habt, dann drückt ihr nicht auf T. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Nicht den Teleportationsskill benutzen, sondern ihr drückt auf M und bewegt euch dann mit der Karte zurück in die Stadt. So, zack, wir sind zurück in der Stadt. Wir haben uns hier weg teleportiert, aber wir haben immer noch das Portal offen zu dem großen Nephalem-Portal. Da gehen wir jetzt wieder rein und wir gucken auf die Zeit, 2.58. Wir müssen wirklich darauf achten, dass wir den Portalboss innerhalb der Zeit, aber nicht vor 4.30 töten. Also 4.30 ist der Sweet Spot. Also sobald 4.30 weg ist, könnt ihr den Portalboss töten. Das machen wir jetzt mal hier ganz schnell. Zack. Und da ist er tot. Ah, jetzt haben wir ein bisschen Pech gehabt, es ist leider nichts gedroppt. Aber normalerweise hat man hier eine ziemlich, ziemlich große Chance, ein Legendary zu bekommen. Und jetzt machen wir hier eine Aufwertung. Und zwar Schlüsselstein aufwerten. Und ihr seht, wir bekommen einen Portal Schlüsselstein Stufe 2. So, wir haben einen Boss gekillt. Leider keine Legendaries bekommen. Aber normalerweise bekommen wir hier welche. Also wenn man keine bekommt, das ist es ziemliches Pech. So, Quest einlösen. Und dann wiederholen wir das Ganze. Wir können jetzt entweder erstmal unsere Bounties fertig machen und dann bei Tyrael die einsammeln. Oder wir machen direkt anschließend nach diesen 30 Sekunden die nächste Greater Rift Level 2. Und das machen wir dann so lange, bis wir die Greater Rifts irgendwann nicht mehr schaffen. Das ist dann so mit diesem Equip, wenn man Q1 ziemlich zügig unterwegs ist, so ungefähr bei Stufe 20. Da dauert es dann einfach zu lange. Da ist es nicht mehr effektiv und da werden dann einfach die Gems gelevelt. So, noch ein Wort zu den Gems. Also, wenn ihr gerade anfangt mit diesen Greater Rifts, dann werdet ihr noch keine Gems haben. Das heißt, in den ersten 10 oder 15 Rifts werdet ihr bei jedem einzelnen Rift-Boss so einen Stein bekommen, bis ihr die alle zusammen habt. Und für unseren Build, den wir hier spielen, ist es extrem wichtig, dass ihr Mirinae Träne des Sternenwebers benutzt. Das ist der beste Gem für uns. Ihr habt es gesehen, wenn ich so zugeschlagen habe, dann sind zwischendurch diese gelben Blitze so vom Himmel gekommen. Und zusammen mit diesem extrem hohen Proc-Koeffizienten von Weg der 100 Fäuste mit Fäuste des Zorns ist dieser Gem extrem stark. So, zusätzlich könnt ihr, habt ihr noch andere Optionen. Das ist einmal hier Gogok der Schnelligkeit. Das ist auf jeden Fall für unseren Bild auch ein ziemlich guter Gem. Oder ihr könnt auch benutzen, wo habe ich ihn denn? Genau hier, den Lichtkranz, weil wir ziemlich nah an den Gegnern sind und die auch noch ranziehen,
ist dieser GEM auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also, wir maximieren hier gerade zwei Sachen. Wir machen die Greater Rifts Stufe für Stufe. Wir haben die Chance auf extrem viele Legendaries bei den Portal-Bossen am Ende. Und wir verschwenden aber keine Zeit, indem wir rumstehen und warten, bis dieser Timer abläuft, sondern während der Timer abläuft, machen wir gleichzeitig noch Bounties und haben so quasi doppelte Effizienz, wo wir dann auch noch am Ende Geschenk, ein kleines horatisches Würfelchen von Tyrael bekommen, wo dann sogar noch mal eine dritte Chance ist, ein legendäres Item zu bekommen. Ja, das machen wir dann so lange, bis wir irgendwann zwei Unities haben, bis wir ein richtig starkes Set haben, bis wir merken, okay, jetzt bin ich mal langsam an dem Punkt, wo ich auch mal meine Schwierigkeitsstufe erhöhen kann. Also wenn ihr wirklich merkt, ihr habt jetzt schon einige Sachen, ihr seid aber noch zu schwach für T6, aber ihr seid jetzt stark genug, um auf Q2 genauso schnell unterwegs zu sein wie auf Q1, dann erhöht ihr eure Schwierigkeitsstufe. Und das geht dann ein bisschen peu à peu, bis ihr irgendwann merkt, okay, jetzt sind wir bereit für Q6. Und wie das Ganze dann aussieht, das will ich euch im dritten Teil zeigen. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein und euch gefällt diese kleine Serie. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo oder einen Daumen hoch da lasst und wir sehen uns im nächsten Video, kommen Mangos und viel Spaß euch. Haut rein.